ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Alles auf Anfang in Österreich. Noch einmal muss der Bundespräsident gewählt werden. Den hatte man gerade soeben mit ganz knapper Mehrheit gekürt. Der Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen hatte gegen den FPÖ-Mann Norbert Hofer gewonnen, allerdings mit einem Vorsprung von nur knapp 31.000 Stimmen. Heute nun entschied das österreichische Verfassungsgericht, diese Wahl war nicht rechtens. Nach schmutzig geführtem Präsidentschaftswahlkampf und einer Regierungskrise mit Rücktritt des Bundeskanzlers nun auch noch das. Fast fühlt es sich schon wie britische Verhältnisse an, erst recht, da nun die europafeindlichen Rechtspopulisten auf einen Öxit setzen könnten. Till Rüger berichtet. Es ist ein Urteil, das nicht eindeutiger hätte ausfallen können. Die österreichischen Verfassungsrichter fanden bei ihren Befragungen zur Stichwahl gravierende formale und organisatorische Mängel. Unjuristisch ausgedrückt bedeutet das, die Stichwahl muss in ganz Österreich zur Gänze wiederholt werden. Wie das Verfassungsgericht weiter ausführte, wurden in 14 Bezirken die Briefwahlstimmen vorzeitig ausgezählt, ohne dass Wahlleiter anwesend waren. Deshalb sei zumindest eine Manipulation möglich, auch wenn es trotz mehrtägiger Zeugenbefragung dafür keine konkreten Anhaltspunkte gäbe. Die rechtspopulistische FPÖ, die die Wahlanfechtung eingebracht hatte, sieht einen Sieg der Demokratie. Trotz Urteil in ihrem Sinne blieben aber Zweifel. Es ist eben ausdrücklich auch nicht festgestellt worden, dass es keine Manipulation gegeben hat, denn das war gar nicht Gegenstand der Prüfung. Es seien eben nicht nur harmlose Schlampereien, sondern schwerwiegende Rechtsbrüche. Von den übrigen Parteien und der regierenden SPÖ-ÖVP-Koalition wurde die höchstrichterliche Entscheidung begrüßt. Es darf in einer Demokratie keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Wahlen geben. Die direkt betroffenen Kandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer sehen die erneute Wahl vor allem als Herausforderung. Natürlich stelle ich mich der Wiederholung dieser Stichwahl. Und ich beabsichtige auch, diese zum zweiten Mal zu gewinnen. Ich habe vor, diese Wahl zu gewinnen und hoffe, dass ich die Österreicherinnen und Österreicher überzeugen kann. Wem die neue Ausgangslage am Ende mehr schadet, ist laut österreichischen Politikexperten schon jetzt eindeutig. Die Empörung ist allerdings sehr groß in der Bevölkerung und schlechte Stimmung, Empörung nutzt eher den Freiheitlichen. Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass es für Van der Bellen etwas schwieriger sein wird. Die drei derzeitigen Präsidenten des Nationalrates werden nun kommissarisch ab 8. Juli die Aufgaben des österreichischen Bundespräsidenten übernehmen. Einer der drei ist Norbert Hofer. Bundespräsidentensuche die zweite und die Qual der Wahl. Ein Kommentar von Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk. Mozart und Johann Strauss würden sich im Grab umdrehen. Österreich, eine westliche Demokratie, ein Mitglied der Europäischen Union, dieses Österreich steht jetzt da wie eine Bananenrepublik, die unfähig ist, eine Wahl ordentlich durchzuführen. Schlendrian, Schlamperei und gesetzeswidriges Handeln könnten das denkbar knappe Ergebnis bei der letzten Präsidentenwahl beeinflusst haben. Was zeigt uns das? Es zeigt eine Verlotterung der Sitten, eine Missachtung der Demokratie, einen Mangel an Verantwortungsbewusstsein und Kontrolle. Das Schlimme ist dabei, dass dies zu einem weiteren Vertrauensverlust der Wählerinnen und Wähler führen wird. Mit welcher Wirkung weiß niemand. Bis zur Stichwahl im Herbst zwischen dem grünen Professor und dem FPÖ-Kandidaten fließt noch viel Wasser die Donau hinab. Du unglückliches Österreich! Erst hat die Große Koalition das Vertrauen deiner Bürgerinnen und Bürger verspielt und konnte sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten als Bundespräsident einigen. Und jetzt noch das. Es ist eine ziemliche Katastrophe, dass die Präsidentenwahl wiederholt werden muss. Aber es ist ein gutes und ein starkes Zeichen, dass die Verfassungsrichter so entschieden haben. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für Österreich. Sigmund Gottlieb kommentierte. Für ihn ist sie schon so etwas wie eine magische Zahl. Wolfgang Schäuble will die schwarze Null halten, koste es, was es wolle. Auch im neuen, knapp 330 Milliarden Euro starken Haushalt, dem für 2017. Große Teile Europas und in Deutschland nicht nur die Opposition finden zwar, dass dieser Zahl nun so gar kein Zauber innewohne
und sagen, Finanzminister, investiere mehr und mach auch mal wieder Schulden. Aber Schäuble geht weiter auf Nummer sicher. Tom Schneider. Eine ruhige Hand, das Ziel fest im Blick. So wie einen der vielen Spreekapitäne mitten in Berlin muss man sich vielleicht auch einen Finanzminister vorstellen. Langfristig Kurs halten wolle er, lässt Wolfgang Schäuble aus seinem Ministerium heraussickern, mit dem dritten ausgeglichenen Haushalt in Folge in 2017. Wolfgang Schäuble hat einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Die schwarze Null, das ist gut, das schafft Stabilität. Das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Und trotzdem wird mehr Geld ausgegeben für ganz wichtige Dinge, die die Kommunen betreffen, die Länder betreffen, den Bund betreffen. Das ist die Frage Flucht, das ist die Frage Migration. Flucht und Migration, der neue Posten im Bundesetat, allerdings verteilt auf unterschiedliche Ressorts. Die Erfassung und Anerkennung von Flüchtlingen kostet genauso Geld wie Angebote von Sprachkursen und Programmen der Arbeitsmarktintegration, insgesamt 19 Milliarden Euro. Die SPD verbucht als Erfolg, dass Steigerungen im Sozialetat allen Bürgern zugutekommen und die Investitionen in Bildung, also für Kitas, aber auch Universitäten und Schulen, werden deutlich verstärkt. Und von daher glaube ich, das ist ein sehr guter Haushalt, der die derzeitigen Herausforderungen, aber auch die Zukunftsausgaben im Blick behält. Im Blick behalten bedeutet aber nicht, auch den richtigen Kurs zu fahren, moniert die Opposition. Zu wenig Aktion in der Ausgabenpolitik kritisieren die Grünen und obendrein die falschen Akzente. Es gibt viel zu wenig Investitionen in den Klimaschutz. Es gibt zu wenig Investitionen in zum Beispiel sozialen Zusammenhalt, in sozialen Wohnungsbau, gegen Altersarmut. Für die Linke ist Vermögen in Deutschland grundsätzlich ungerecht verteilt wegen der falschen Steuerpolitik. Wir sollten endlich das Thema Steuergerechtigkeit behandeln. Es kann nicht so sein, dass aus diesem Feld ein totales Diskussionsverbot herrscht. Nun, diskutiert werden kann noch viel über den neuen Haushalt. Nach dem Kabinettsbeschluss am Mittwoch ist das Sache des Bundestags. Es war am 17. Oktober vergangenen Jahres, mitten in Köln, einen Tag vor der Oberbürgermeisterwahl. Ein Mann geht am Wahlkampfstand auf die parteilose Kandidatin Henriette Reker zu, bittet um eine Rose. Dann sticht er der Frau unvermittelt in den Hals und verletzt noch 4 Wahlkampfhelfer, bevor er sich widerstandslos abführen lässt. Reker überlebt diesen Angriff nur knapp. Der Täter wird wegen versuchten Mordes vor Gericht gestellt. Über das heutige Urteil und warum immer mehr Politiker unerträgliche und zunehmend gewalttätige Angriffe erleben müssen, Ingrid Bertram. Er wollte ein Zeichen gegen die, wie Frank S. selbst sagte, linksradikale, esoterische Politik von Henriette Reker setzen und meinte damit ihr Engagement für Flüchtlinge in Köln. Die Richterin sah in ihm einen Einzelgänger mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, aber voll schuldfähig, hasserfüllt, mit rechtsradikaler Vergangenheit. Es trifft nicht nur Henriette Reker. Die Wut gegen Politiker scheint enthemmt. Brutalster Auswuchs, die Ermordung der britischen Abgeordneten Jo Cox. Auch sie engagierte sich für Flüchtlinge und den Verbleib in der EU. Der Attentäter möglicherweise ein Rechtsextremist. Demokratisch gewählte Volksvertreter werden von Menschen wie diesen als Bedrohung empfunden. Wenn Sie die Politiker erstmal zum Feindbild und zur bösen verantwortlichen kleinen Gruppe erklärt haben, dann ist der Schritt natürlich sehr klein, die auch anzugreifen und das Gefühl zu haben, die müssen da weg. Wenn die da sitzen bleiben, dann ist unser Wohl gefährdet und wir müssen die da auf jeden Fall irgendwie wegkriegen. Viele deutsche Politiker werden täglich bedroht. Justizminister Heiko Maas von Rechtsradikalen, Cem Özdemir von türkischen Nationalisten, Morddrohungen und Beleidigungen gegen Bundestags-, Landtagsabgeordnete oder Bürgermeister. Es geht durch alle Reihen. 115 Straftaten gegen Mandatsträger allein im ersten Viertel diesen Jahres, so das Bundeskriminalamt. Für viele Täter scheint das Internet eine Legitimation zu bieten. Sie können sich im Internet Jahrhunderte unter Menschen bewegen, die nur ihrer Auffassung sind. Sie haben also das Gefühl, was ich denke, ist das Gefühl und der Eindruck der großen Mehrheit dieser Menschheit. Und Tatsachen werden nicht mehr geprüft. Während andere Medien Tatsachen zu prüfen gezwungen sind, werden im Internet die wildesten Spekulationen, Verschwörungstheorien, Gerüchte und Erfindungen weitergegeben. Und das bestärkt offenbar auch Menschen wie Frank S. Henriette Reker äußerte sich nach dem Urteil schriftlich. Sie wünsche, dass der Attentäter zur Einsicht kommt, dass Gewalt keine Lösung ist. Der Attentäter von Henriette Reker ist heute zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.
Nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln geriet auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in die Kritik, der sich heute Ministerpräsident Kraft stellen musste. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder. Im Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags zu den Vorgängen in der Silvesternacht wurde die SPD-Politikerin als Zeugin gehört. Kraft entschuldigte sich bei den Opfern, wies aber Vorwürfe zurück. Ihre Landesregierung habe nach den Übergriffen auf hunderte Frauen versucht, Versäumnisse zu verheimlichen. Sie räumte aber ein, sie habe sich zu spät öffentlich geäußert. Der Streit zwischen Deutschland und der Türkei über Abgeordnetenbesuche schwelt weiter. Auch Gespräche von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in Ankara haben daran nichts geändert. Die Ministerin hatte zuvor auf dem türkischen Stützpunkt İncirlik stationierte Bundeswehrsoldaten besucht. Ihrem parlamentarischen Staatssekretär und mehreren Abgeordneten war das verweigert worden, offenbar wegen der anhaltenden Verstimmung Ankaras über die Armenien-Resolution des Bundestages. Im Diplomatenviertel von Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, haben mehrere Täter in einem spanischen Restaurant Geiseln genommen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach Medienberichten bekannte sich die Terrormiliz IS zu der Tat. Seit 2 Jahren gibt es im überwiegend muslimischen Bangladesch eine Reihe von islamistisch motivierten Anschlägen. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln müssen Urlauber von heute an eine Tourismusabgabe zahlen. Pro Person und Nacht müssen die Hotels bis zu 2 Euro aufschlagen. Dieses Geld soll nach dem Willen der Regionalregierung in Umweltschutz und nachhaltigen Tourismus fließen. Frankreich und Großbritannien haben heute gemeinsam der Schlacht an der Somme vor 100 Jahren gedacht. An der Zeremonie in der Gedenkstätte von Thiepval nahmen neben Präsident Hollande und dem britischen Premier Cameron auch Mitglieder des Königshauses teil. Während der 4,5 Monate dauernden britisch-französischen Offensive gegen deutsche Stellungen starben 1916 mehr als 1 Million Soldaten. In den USA hat es zum ersten Mal einen tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto gegeben. Der Wagen stieß mit einem LKW zusammen, den die Kamera des Autopiloten offenbar nicht erkannt hatte. Der tödlich verunglückte Fahrer hatte früher in einem Internetvideo vorgeführt, wie sein Auto sich selbst steuert. Der Unfall passierte schon im Mai, wurde aber erst jetzt bekannt. Nein, wir haben keine Angst vor Italien. Wir sind Weltmeister. Wir sind 4-mal Weltmeister. Wir haben Boateng, wir haben Neuer, wir sind die Jüngsten. Und schließlich ist Fußball das Spiel, bei dem 22 Männer einem Ball hinterherjagen und am Ende gewinnt Deutschland. Nein, wir haben keine Angst vor Italien. Niemals. Da kommt sie, die italienische Mannschaft, selbstbewusst, als Erste ins Stadion von Bordeaux. Fast gleichzeitig Ankunft der DFB-Auswahl am Hotel. Sie gehen durch den Hintereingang rein. Ein Bild mit Symbolcharakter vor dem Klassiker? Unsere Spieler, die sind ja alle irgendwie in den 90er Jahren geboren, manche 95 oder 96. Also die haben, das sagen wir mal, mit der Historie relativ wenig zu tun. Die kennen vielleicht manche Dinge aus den Medien oder vom Erzählen. Natürlich war keiner der morgen spielenden 1970 schon dabei. Das sogenannte Jahrhundertspiel von Mexiko, 3:4 verloren nach Verlängerung. Genau wie das WM-Finale 1982, 3:1 für Italien, das von Deutschland einfach nicht zu besiegen ist. Ich habe auch schon gegen andere Mannschaften verloren. Die italienische Trainer hat auch schon gegen irgendjemanden verloren. Del Bosque, Weltmeister, Europameister, verliert gegen Italiener. Doch das deutsche Dilemma nimmt seinen Lauf. WM-Halbfinale 2006, 0:2, Sommermärchen beendet. Und dann ist da ja noch dieser Balotelli. EM-Halbfinale 2012, 1:2, wieder verloren. Fluch, Trauma, von beidem etwas. Im Fußball, im Sport muss man mit Siegen gut umgehen und muss natürlich auch mit Niederlagen gut umgehen. Ja, wenn man gegen eine Mannschaft mal verliert, dann deswegen hat man ja kein Trauma fürs Leben. Der Papst am Arm soll den Italienern helfen, dass die Serie hält. Torhüter Buffon scheint daran zu glauben. Für seinen Trainer ist die ganze Diskussion dagegen eher ermüdend. So, und zum Sieg der deutschen Mannschaft gibt es selbstverständlich morgen auch Spitzenwetter, Sven Plöger. Ja, natürlich. Und das verrate ich Karen ganz zum Schluss. Jetzt habe ich etwas mitgebracht, was ich auch nicht jeden Tag tun kann, aber in Zukunft immer mal wieder tun werde. Nämlich Bilder, die direkt von der internationalen Raumstation, von der ISS kommen. Und um die Spannung jetzt mal ein bisschen rauszunehmen oder richtig reinzutun optisch,
Das sind die Bilder. Die stammen von gestern. Und ich möchte das noch mal zeigen. Meine Begeisterung ist gerade riesig. Das ist das Areal so etwa Florida, Kuba. Schauen Sie mal auf diese Gewitter. Da sieht man förmlich, wie die in die Höhe schießen. Sie können hier richtig den Schattenwurf sehen, das Relief. Das ist direkt von den Kameras aus der ISS runter gefilmt. 15, 16 Kilometer gehen die Tops, die oberen Schichten dieser Gewitter hoch. Und durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt haben wir diese Bilder erhalten und freuen uns im Moment ganz dramatisch. Das ist der Blick auf die Wetterlage. Eine Kaltfront überquert Deutschland. Man weiß, was das bedeutet. Es kommt wieder kältere Luft zu uns. Die kommt aus Westen und die deutet sich jetzt auch an, die Front. Es regnet jetzt schon vom Niederrhein bis Schleswig-Holstein. Das Ganze kommt dann im Verlauf der Nacht weiter in die Mitte voran. Aus den Alpen raus, ganz vereinzelt, ist es nicht ausgeschlossen, dass mal ein Gewitter rauszieht. Ansonsten allerdings wird es trocken sein und die Temperaturen morgen früh liegen meistens im Eifelumfeld bei 10, sonst 13 bis 19 Grad. Der morgige Vormittag dann in der Osthälfte noch schön, in der Mitte die Front mit dem Regen, im Westen schon wieder schön. Dort aber nachmittags Bildung von Schauern und Gewittern. Die Front kommt weiter nach Osten voran, von der Lausitz bis Niederbayern dann örtlich kräftige Gewitter. Hier zuvor schwülwarm mit 27, 28 Grad hinter der Front. Die Temperaturkarte kommt schlagartig, ich weiß das. Hinter der Front haben wir dann 16 bis 21 Grad. Der Wind aus West bis Südwest mit Stärke 2 bis 4 und die Aussichten zeigen folgendes Bild. Am Sonntag und Montag im Süden sehr schön und sommerlich, ansonsten wechselhafter mit Schauern, vor allen Dingen am Sonntag in der Nordhälfte. Morgen um diese Zeit, Karen, werden viele draußen beim Spiel sitzen. 13 bis 17 Grad, die Jackentemperaturen. Es gibt aber wenig Schauer und im Süden, da sollte man sie aber anziehen, die Regenjacke.